Ja, hallo und willkommen zur sechsten Folge von Mass Effect. Ja, wir gehen jetzt mal eben hier in die Galaxiekarte. Ja, Terum. Da zoomen wir doch mal raus, weil hier wollen wir gar nicht hin. Wir wollen nach Ferros. Wäre ja. Lass uns mal nach Ferros. Ferros? Ja, in das andere System reisen. Eine riesengroße Raumschiffkanone. Sie schießt Raumschiffe durchs All. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nassana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. So, dann geht das jetzt hier nach Ferros. Interessant, aber wir haben ein Missionsangebot bekommen. So, Ferros. Dann schauen wir doch mal, was es hier so Schönes gibt. Und bisher nicht viel. Nur ein Joker, der ein bisschen um Ecken zieht. Ja. Normandy. So, wir müssen mal eben nach vorne laufen. Hitzelers Monitor. Na komm, Besuch. Danke. Noch ein Hitzelers Monitor. Hier geht's raus. Ja, die Normandy verlassen. Wir nehmen mal Yara mit und wir nehmen mal die hier mit, weil wir haben Kampfstärke. So, jetzt haben wir alles dabei. Wir sind ein Allround-Team. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Presley hat das Kommando. David Al-Talakani. Okay, cool, gut. So. Wir haben das hier. Beinahe gemerkt, das müssen wir auf jeden Fall noch skillen. Kampfpanzerung. Ja, schön, so. T'Zone kriegt mal das hier. Wir müssen demnächst eigentlich mal verkaufen gehen von den Waffen. Ja, so. Auf zu dem Typen. Wir haben Ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Was ist so wichtig, dass er mich gleich sehen will? Die Geth starten einen weiteren Vorstoß. Faidan bereitet unsere Verteidigung vor, aber er braucht Ihre Hilfe. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Achtung! 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 Die haben sich hergecheatet, oder was geht mit denen nicht? Es werden immer mehr. Hört gar nicht mehr auf hier. Wird ganz hektisch. Mein Gott, sind ja gar nicht wenig oder so. Der eine hätte den Weg alleine zurückgehen sollen? Oh Mann. Ist nicht euer Ernst, die Dinger schon wieder. So, erwischt. Krass, ich hasse diese Dinger.
Ich hasse sie abgrundtief. In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gates sind? Hast du etwa Angst? Nein, ich mache es. Ich gehe da. Ja, Ferros. Aber ich weiß nicht, wie man eine Waffe bedient. Schlag mit dem Kolben auf sie ein, wenn es sein muss. Es dürfen keine Geht hier durchkommen. Ja. Ist mal klar und so. Ach, hier sind schon wieder Gegner. Naja, ich speichere dann mal auf jeden Fall eben. Und dann geht's für mich ja nächstes Mal weiter und für euch gleich im Anschluss. Ja, so, dann gehen wir mal eben hier zu den beiden. Ach, Commander, ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen! Sind doch nur ein paar. So. Vielleicht treffe ich noch. So, Schild wieder an. Ja, toll, jetzt kippt Hardy natürlich um. What the... War nur ein Licht. Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben. Ja, Liara, du brauchst mir nicht helfen, ne? Also. Da komme ich nicht lang. Das Schild muss weg. So, der weg. Tali holen und ich sollte aufhören, immer meine Granaten zu werfen. Ja, ich vergesse immer, dass man hier nicht nachladen muss. Dann drücke ich R und stelle entsetzt fest, ich kann gar nicht nachladen, ach verdammt. So, die Stelle hier finde ich auch immer ganz toll. Also ich mag sie gar nicht eigentlich. So. So, ich weiß nicht, wo ihr sitzt und meine Let's Plays guckt. Ich sitze hier in Bremen und ja, wir haben heute den Xaver mehr oder weniger zu Gast. Der tobt sich ein bisschen in Bremen aus und in Hamburg und ja, an einigen anderen Stellen auch. Aber ich glaube, das hat jeder eigentlich mitbekommen. Ja, so viel zu dem. Ich hoffe, es hat... Es passiert nichts Schlimmeres. Ja. Ich hoffe, ihr seid alle da, wo ihr hingehört. Nämlich zu Hause, da wo es sicher ist. Ihr seid jetzt nicht irgendwie im Wald oder sowas. Das
wäre nämlich eher unpraktisch. Da das nämlich auch gefährlich sein kann für uns dort. Auch wenn es vielleicht nur noch ein bisschen mit aussieht. Ja, kann böse sein. Ja, so wie die Leute, die einfach so vom Himmel fallen. Die sind meistens auch nicht so toll. Habe ich gerade noch so weggekriegt, den Typen, ey. Mann, wie viele sind das denn hier noch? Das noch? Ey, kommt schon. Das Gate-Schiff fliegt weiter. Jetzt können wir Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandie entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. Die Gate-Basis? Die greifen wir in einem Raumschiff an. Das ist keine Gate-Basis. Basisschiff? Ja. Mutterschiff? Ja. Ich habe eine Basis. Yara, an deiner Wortwahl müssen wir noch einmal arbeiten. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Ich bin froh, dass Sie auf unserer Seite sind. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Was wollen Sie? Wenn Sie Antworten brauchen, dann fragen Sie sie. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Wie komme ich dahin? Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Gate im Wege. Oh, da habe ich eine Idee. Mit jedem vernichteten Gate komme ich Saren näher. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Dann brechen wir auf. Viel Glück, Commander. Viel Glück, sagt er. Ja, ist klar. So. Wir dürfen jetzt den Fahrstuhl benutzen. Das ist doch toll. Toll, toll. Hier rum, da rum, dann hier rum. Tür auf. Dort. Mal ihm suchen. Muss ja an irgendeiner Seite sein. Ich wusste noch nicht, welche. Vorsicht! Scouts, Sie werden jeden Augenblick hier sein. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Scout Fair, das war ein paar Speer. Hier ist unser Mako. Schon wieder dieses doofe Raumschiff. Warum kommt die Normandie nicht einfach und knallt das Ding weg? Hm? Wäre ich Captain, hätte ich gesagt, Joker, bewegt den Arsch her und fire what will. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Warum treffe ich den denn nicht? So,
Die werden weg. Der denkt, der wäre was Cooles. So, geht das Ganze mal hier weiter. Tür auf. Merkur durch, Tür zu. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Sie können uns sehen. Wir müssen in der Nähe sein. Die geht haben oberste Priorität. Ja, wir vernachlässigen die geht schon nicht. Keine Bange. Ah, Exogenie-Angestellte. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Geht. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Geht-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Faidan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie haben trotz allem, was die Geth Ihnen angetan haben, überlebt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ich tue, was ich kann, um Sie von Ihnen fernzuhalten, aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Geth sind im Hauptquartier von Exogenie hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geth, sonst nichts. Kann der Typ mal still sein? Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geth weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geth wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Ja, ja, wenn ich drüber stolper, dann komme ich nochmal zurück. Ja, das wäre kein Problem für Sie. Ob ich Sie um Hilfe bitten soll. Solange uns geht jetzt nicht, Mako geklaut hat. So. Und einmal ab. Ja, Zeus Hope. Dann wollen wir doch mal. Wir wackeln hier gerade so rum. Ja. Ist halt ein bisschen windig, meine Maus und so. Sorry. Ja. Sind halt nur hier so ein paar Geth gewesen. Dafür schulden Sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Geth. Das Paket ist gesichert. Wir gehen jetzt. Warten Sie. Schalten Sie das Komm ab. Geth kommen auf uns zu. Mist. Ich weiß nicht, ob ich da unten fahren sollte, darf, kann. Ich meine, das führt ja auch. Auch direkt dahin. Und hui, ich habe einen Hüpfen-Mako. Mein Mako kann hüpfen. Die Geth haben sich aber ziemlich schnell niedergelassen. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Ich glaube, jetzt haben wir... Ich glaube, jetzt haben wir... Boom! Okay, den da mal.
So. Damit hätten wir es aber. So. Damit sind wir beim Hauptgebäude von Exogeni angekommen. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Ein Wyvern. Verdammt! Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Waren. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Ein paar Gate werden mich nicht aufhalten. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ja, auf die? Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeni hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen, aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Ja, das kriege ich irgendwie hin, ne? Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Die Gate sind mein Problem, ne? Und ich glaube nicht, dass sie ein Problem sein werden. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Kommt da noch mehr? Ja. Sie läuft einfach nur weg. Und wir haben... Ja, ich habe einfach gerade nur Glück, dass ich hier an so einer praktischen Stelle stand irgendwie. Wie wohl die nicht rankommen? Ich glaube, nur deswegen lebe ich jetzt überhaupt noch. Ich wollte schon wieder gerade noch landen. Ich habe keine Granaten mehr. Genau deswegen. Oh Mann. So. Wir müssen da hinten rein. Und durch diese Tür. Werden wir nicht jetzt gehen. So viel verrate ich euch nämlich schon mal. Wir machen das Ganze nämlich beim nächsten Mal. Und damit sage ich bis zum Endcut. Ja, wir verfolgen eine Spur von Saren und sind auf einem lustigen Planeten gelandet namens Noveria, wo es einen Torianer gibt. Und was das ist, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ihr dürft auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Wir werden einiges Neues erfahren über Saren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar gebt. Daumen hoch oder runter, je nachdem, wie es euch gefallen hat, gut oder schlecht. Wenn ihr auf mein Profilbild klickt und einfach mal guckt, was ich noch so habe an Let's Plays, was ich noch geplant habe für die Zukunft. Vielleicht auch schon, was ich fertig habe, je nachdem, wann dieses Video denn erscheint. Oder ihr es euch anguckt, sagen wir es besser so. Und ich habe hier noch drei Playlists für euch auf der rechten Seite. Und zwar Mass Effect zum Beispiel, The Walking Dead und Assassin's Creed 4. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das einfach mal anklickt und die anderen Videos auch anguckt. Oder wenn ihr einfach schon auf die nächste Folge wartet, klickt doch einfach auf Abonnieren. Ja, genau, auf Abonnieren. Dann wisst ihr nämlich sofort, wann es was Neues gibt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.